Schalten wir den grünen Switch Palace frei. Ach, der sieht aber nicht so freundlich aus. Wie sieht es eigentlich zeitlich aus? Es geht. Switch Palace haben ja nie so eine Mittelschranke. Das hatte der Level gerade auch nicht. Aber es muss ja nichts zu sagen haben. 3, 4, 5, 6, 7, speichern, 8, 9. Okay, zu spät. Zap, zap, zap und zap, 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 zap. Danke. Hua! Oh, Moment mal. Oh, das geht noch. Ich dachte gerade, ich hätte schon wieder so eine Todesfalle ausgelöst. Dass ich auch wieder von dem zweiten Block hätte Moment mal. Alles klar, ich wollte gerade sagen, wie zur Hölle komme ich da hoch? Und was habe ich jetzt gerade gemacht? Leben! Ach, das sind diese Bonusrundenblöcke. Ach du Scheiße, okay. Nur was ich mich gerade so ein bisschen frage, ja, wir haben jetzt den grünen Switch Palace. Und könnte es die grünen Blöcke freischalten, aber jetzt mal ganz im Ernst, was bringt uns das? Ich meine, wir haben den gelben freigeschaltet und hatten da bisher noch überhaupt gar nichts von. Und jetzt den grünen. Wofür? Oh, Mario, geh da bitte runter, danke. Da ist ein P-Switch und hier haben wir blaue Steine. Oh, wie ich blaue Steine liebe. Ranken und blaue Steine, das ist das Schönste, was es gibt. Und Notenblöcke. Und alles in Kombination ist einfach nur noch göttlich. Sind das mehrseitige? Nee, es sind nur einseitige. Sopsch. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir haben genug Zeit für diesen Switch Palace. Also da war mir der erste so ein bisschen lieber. Der war um einiges einfacher. Kann ich eigentlich direkt hoch? Das wäre ja mal eine schöne Sache. Das geht, oder? Geht das? Oh Mann. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es geht sogar. Ja, es geht. Scheiße. Oder ist das jetzt wieder eine Falle? Dass man vom zweiten ganz nach oben um die Ecke muss. Nein, ist es nicht. Okay, ich denke mal, wir brauchen den P-Switch hierfür. Ja, eindeutig. Okay, wir müssen hier runter und danach wieder hoch. Wie machen wir das? Ohne die ganze Zeit zu verlieren. Erstmal tragen wir diese Reihe hier ab. Upp. Und dann das hier. Ja, ihr verpufft da sowieso. Ja, die Blöcke verpuffen irgendwann. Zap und zap. Und zap und zap. Da kommen wir hier immer noch hoch. Und jetzt müssen wir eigentlich... Das war, glaube ich, doof, oder? Nein, es geht. Ja, die Zeit läuft ab, alles klar. Aber das war jetzt nicht so schwierig. Ich meine, diese Treppenbaurätsel, die gab es schon damals in allen möglichen Spielen. Kommt hier irgendwas? Banzai Bill vielleicht? Nein. Da hat sich der jetzt nicht so viel Mühe gegeben, oder was heißt nicht so viel Mühe gegeben? Ja, Switch Palace, the power of the Switch you have pushed will turn this into this. Your progress will also be saved, alles klar. Wir haben jetzt grüne Blöcke freigeschaltet. Er hatte nichts eingebaut. Ich finde, hier hätte man noch irgendwie eine Falle einbauen können oder so. Ja, wir wollen speichern. Nur wofür? Da der gelbe, hier der grüne. Bisher gab es noch keine Blöcke. Egal. Sonder-Safe State. Speichern. Nochmal safen. Und dann würde ich sagen, let's a go. Und am besten safe direkt. Ich habe schon öfter mal gelesen, dass die Frage gestellt wurde, was eigentlich schwerer ist. Kaizo Mario oder Mario's Masochistic Mission. Ja, ich habe jetzt hier Kaizo Mario komplett gespielt. Okay. Und ich muss sagen, der dritte Teil, der hat schon wirklich in sich. Oh, eieiei. Okay, das könnte jetzt böse werden. Oh, die Stelle könnte jetzt böse werden. Mario hasst es nämlich geschoben. Oh Gott, Mario hasst es nämlich geschoben zu werden. Oh Gott, das könnte jetzt echt übel werden. Und Mario's Masochistic Mission habe ich bisher nur gesehen. Eieiei.
Ja, wer sich an mein Kaizo Mario 1 LP erinnert, wenn Mario geschoben wird von der Wand hinter ihm, ich werde hier wieder so eine Wand einfügen, dann will er nur ganz ungerne springen. Oh Gott. Eieiei. Aber man muss sagen, der Mario's Masochistic Mission Macher, er hat sich sehr an Kaizo orientiert. Und zwar sehr. Oh Gott. Nee, das war schon wieder toll. Oh, meine Fresse. Kann ich das retten? Es sieht gerade merkwürdig aus, aber kann ich das retten? Ja, ich kann. Ja, ich kann. Wunderbar. Obwohl das gerade ziemlich merkwürdig aussah, aber... Ich bin gerade etwas ruhig, aber ich muss mich gerade mal so ein bisschen konzentrieren. Das war jetzt dumm, okay. Machen wir es einfach nochmal. Wir haben ja so gesehen nichts zu verlieren. Das eine Leben oder nicht, ist völlig egal. Aber oh, das kann echt böse werden. Ja, der Mario Masochistic Mission Macher, er hat sich ziemlich an Kaizo orientiert, weil viele Sachen oder sogar sehr viele Sachen aus Mario's Masochistic Mission kommen 1:1 aus Kaizo. Nur hier werden sie nochmal ein bisschen dramatisiert oder überzogen. Oder beides. Oder ausgeführt. Oder nochmal ein bisschen spezieller ausgeführt. Bisschen erweitert. Ja, genau. Okay. Das haben wir gleich. Ja. Okay. War's das? Nee, hier geht's weiter. Was sagst du mir? This section is slower than the last part, but that does not make it any less dangerous. In fact, it might be more dangerous. Diese Sektion ist langsamer als die letzte, aber das macht sie nicht weniger gefährlich. Eigentlich macht es sie sogar noch mehr gefährlich. Oder zumindest, eigentlich könnte es sie gefährlicher machen. Gut, okay, speichern wir. Er gibt uns hier mehr Zeit, aber dafür sind die Fallen auch um einiges bösartiger, denke ich mir. Und hier ist wieder Rankengedödel, war das gut. Wow, war das gut. Okay, kann ich? Danke, das war nicht schlecht. Schön aktu... Was zum? Geht das? Moment mal. Geht das? Es geht, aber... Oh Gott. Ja, es geht. Aber das ist mal wieder so eine ganz präzise Mistkacke. Es hätte fast geklappt. Danke. Runter. Weiter. Hopp. Nochmal so ganz oberer. Okay, das finde ich aber cool. Jetzt muss ich ehrlich sagen, fängt Mario's Masochistic Mission an, mir richtig Spaß zu machen. Von jetzt an wird das Spiel richtig cool. Und ich finde gerade persönlich, hier ist ein sehr guter Punkt, um... Nein. Nein, 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 nein. Zurück. Zu... Ja, das ist ein Stück weit zurück, aber okay. Scheiße, zurück. So weit zurück wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut, dann machen wir es halt doch so. Ich wollte eigentlich nochmal ein Stück weiter zurück, weil ich die Ranken erst ganz minimal sehen möchte, bevor ich hier einen Sondersafe-State mache, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich habe, um da durchzukommen, aber... Okay, dann machen wir das so. Speichern. Nee, das geht aber noch. Ja, hier können wir wieder aufholen. Wunderbar. Dieses Level finde ich gerade mal richtig toll.
Es erinnert ziemlich an Kaizo Mario 1, nur halt andersrum. In Kaizo Mario 1 kommt der schnelle Part am Ende. Aber ansonsten, ich finde dieses Level so vom Aufbau her und so richtig cool gerade. Auch mit den Blöcken hier. Ich finde die nicht langweilig. Die kommen mir nicht andauernd vor. Beziehungsweise, ja gut, schon häufiger, aber jetzt nicht nur. Was kommt als nächstes? Wasser, okay, das könnte auch nochmal böse werden. Und da durchschwimmen. Gut. Okay, hoppa, hoppa. Also bisher finde ich, er hätte es... Also das hätte er meinetwegen noch ein bisschen schneller machen können. Das hätte er meinetwegen um einiges noch schneller machen können. Was ist das jetzt? Ja. Bestimmt irgendwas auf Zeit mit Fischen, oder? Was? Au! Ach so, okay. Ne, ohne Fische. Das hätte man ja noch aus Kaizo Mario 2 gekannt mit den Fischen, aber... Ohne Fische dafür wieder ein ganz präziser Sprung. Und zwar genau hier. Danke. Und Ziel! Ich will Punkte haben. Ziel! 24er. Yes! Wunderbar. Das Level war auch ziemlich einfach. Also ich finde die Level, die gehen jetzt alle ziemlich. I don't wanna be the ghost. Ghost House. Ja, das Geisterhaus. Das hatten wir auch schon mal. Separator Safe State. Und dann nochmal direkt ab ins Geisterhaus. Let's go. Und safe. Ja, das kennen wir schon. Hier gibt's ja auch noch einen extra Ausgang. Ach ja, genau, das war ja... Ich glaube, jetzt habe ich auch diese Message-Box verstanden. Und zwar, the level name stands for I don't wanna be the ghost. I trust you can guess what to expect from this level. Ja, es soll nicht bedeuten, dass das hier an I wanna be the guy ähnelt oder an I wanna be the guy erinnert, sondern, ich meine, gut, das tut es auch, sondern hauptsächlich in I wanna be the guy muss man ja am Ende the guy besiegen, um selber the guy zu werden. Und hier heißt es ja I don't wanna be the ghost, also ich will nicht der Geist sein. Aber ich glaube, letztendlich steht das dafür, dass man hier am Ende dann den Geist besiegen soll. Weil wir haben hier so einen großen, dicken Bu gesehen. Und ich denke mal, genau das ist unsere Aufgabe. Aufgabe. Zum Glück war das Geisterhaus nicht so schwer. Nicht so. Ganz gerade. Danke. Es war nicht so schwer. Es gab hier nur einen bösen Sprung, aber den habe ich gerade total verkackt. Nein. Aber den konnte man eigentlich noch relativ leicht ausführen, wenn man weiß... ist der falsche. Der ist das, wenn man... Scheiße. Wenn man weiß, wie. Minimaler Sprung, danke. Und jetzt nochmal, hier musste ich um die Ecke springen, genau. Das war so ein bisschen schwierig. Hier musste man um die Ecke springen, der war auch noch so ein bisschen tricky. Aber man kann eigentlich auch gerade, wenn man genau bis da in die Ecke geht. Nur stehen bleiben ist da nicht mehr so einfach, aber... Nein, scheiße! Genau in dem Moment, als ich stehen bleiben wollte. Aber das geht, das ist nicht so schwierig. Da kommt ein Eerie wieder, der irritiert mich so ein bisschen. Ein Stück weiter. Und dann noch ein Stück weiter. Ja. Nee. Oh, die ist gerade hochspringen. Das ist hier das Schwierige. Vor allem, weil es so schnell ablaufen muss. Komm schon, Mario. Das hast du auch beim letzten Mal geschafft. Hast du sogar eben gerade geschafft. Stell dich nicht so an. Außerdem, die Stacheln, die sind doch gar nicht so spitz. Wie kann es sein, wenn du damit 0 Stundenkilometer gegenläufst, dass du trotzdem stirbst? Das ergibt keinen Sinn, Mr. Mario. Genau, hier gab es ja den Mond. Will ich den Mond haben? Ich will... Will ich den Mond haben? Beim letzten Mal wollte ich den Mond nicht haben. Will ich ihn jetzt haben? Es muss doch irgendwie möglich sein, an den Mond heranzukommen. Wenn wir mal ganz kurz vorm Ende abspringen. Ja, genau so. Okay. Wir haben den Mond. Yes. Wir brauchen ihn...
Wir brauchen ihn nicht, aber... Moment mal. Ah, oh, okay. Da ist der Coinblock. Ich wollte gerade sagen, wie zur Hölle komme ich hier jetzt wieder raus? Der erste Coinblock, der zweite Coinblock und wieder oben. Dankeschön. Das wäre sonst ein bisschen böse gewesen, wobei es hätte sein können, denn Monde, wenn man sie einmal mitnimmt, sie kommen nie wieder. Sie bleiben weg. Zap. Demnach hätte es gut sein können, dass man tatsächlich hier sterben muss, um an den Mond zu kommen. Das hätte ich nochmal richtig, richtig böse gefunden. Auch wenn es am anderen Level so wäre, der noch um einiges schwieriger ist als dieser. Hier, ich hasse Ranken. Danke. Hopp. Und nochmal. Hier. Und runter. Hier musste man, genau, erst nach rechts. Beziehungsweise, erst nach links, dann nach rechts. So. Okay. In Anbetracht der Zeit, die wir haben, ist das nicht schwer, wollte ich gerade sagen. Aber gab es hier eine Mitleidplanke? Gab es die hier? Denn ansonsten könnte dieses Level doch so ein bisschen schwierig sein. Wenn man am Ende den Geist besiegen muss und dann kaum mehr Zeit hat. Ansonsten wäre das hier nämlich total sinnlos. Zap. 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 Und bäh. Und zap. Okay, hier war das mit den Sprüngen, genau. Daran erinnere ich mich auch noch. Zap. Aber wir haben ja mittlerweile noch mehr als genug Zeit. Und ich glaube, so weit zum Ende war es von hier aus noch gar nicht mehr. Hier vor. Zap darauf. Zap darauf. Und von dem war es. Zap hier. Zap hier rauf. War der echt so schwer, dieser Sprung hier? Nein. Und von hier aus war es direkt. Zap. Zap! Wie habe ich das nochmal gemacht? Ganz an die Ecke hier. Und dann... Und im Bogen um zu. Im Bogen um zu. Im Bogen um zu. Im... Habe ich das echt so gemacht? Oder habe ich das so gemacht? Okay, weiter kann er nicht. Nee, so habe ich das... Ach, genau, nicht Drehsprung. So habe ich das gemacht. Und das ging. Ein Stückchen weiter? Na? Genau, das war's schon fast. Alles klar, dankeschön. Hopp. Und jetzt nach oben. Und jetzt hier drauf und da drauf. Also ich finde dieses Geisterhaus nicht sonderlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auch noch einfach. Ich glaube sogar die ganzen Level hier sind total einfach. Nur sind öfter mal Sachen, die man einfach nicht weiß. Und das macht die ganze Chose hier so schwierig. Ich denke mal, das ist das Einzige. Wie zum Beispiel mit dem Sprung hier oder dem Rankenlevel. Das verstehe ich auch nicht. Warum sterbe ich, wenn ich da oben gegen die Wand gegen Ochse? Hä? Das verstehe ich nicht. Da ist doch gar nichts. Das ist eine bloße Wand. Sag mal, hat Mario eigentlich Angst vor Holz oder was? Das wäre für einen Klempner ziemlich doof. Falls mal jemand eine Toilette mit einem Holzsitz hat, da müsste Mario ja gleich in Angstschweiß ausbrechen und panisch davon laufen.